So. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Sendung 93, unsere inoffizielle Sendung 100, wie ich gerade recherchiert habe. Durch die halben Sendungen, wir haben diverse Folgen darüber ja schon mal berichtet, dass wir ja so eine halbe Sendung in der Corona-Zeit hatten. Dadurch haben wir tatsächlich 100 Sendungen im Netz, aber unsere offizielle 93. und wir haben intern beschlossen, die 100. werden wir dann irgendwie gebührend zelebrieren. Und die aufmerksamen Hörer werden vielleicht feststellen, aufgrund meines Mikrofonsounds, ich bin diesmal woanders, ich bin wieder mehr oder weniger im Wochenendurlaub, deswegen klinge ich gerade etwas anders. Vielleicht frischer, wer weiß das. So wie immer, würde ich sagen. So wie immer, na gut. Ja, frisch wie immer. Genau, auf der Herfahrt habe ich natürlich diverse Male Nachrichten gehört. Heute ist Freitag, der 29. November, gerade nehmen wir auf um 16.35 Uhr. Die FDP muss beklagen, zwei Personalentscheidung, den einen Björn Dirsaray, wie heißt der? Keine Ahnung. Bundesgeschäftsführer Carsten Reimann auch ja freiwillig weggehen lassen müssen, wie auch immer man das nennen mag, wegen dem D-Day. Möchte ich gar nicht so lange drüber. FDP ist im Moment sowieso eher ein schwieriges Thema. Aber oh ja. Nur mal so am Rande, hast du dir diese Pyramide mal angeguckt? Welche Pyramide? Von der FDP, wo der D-Day entsprechend, wie soll man das sagen, so aufgelistet wurde, was da alles dazugehört, um dann zu sagen, was da jeweils zugehört. Hast du nicht gesehen? Nee. Ach so. Habe ich mir nicht angeguckt. Habe ich mich auch nicht für interessiert. Also ja, ich habe das verfolgt thematisch, aber das, was da passiert ist, ist so gruselig, dass man es lieber gar nicht wissen will. Ich finde eigentlich eher so lustig, dass wenn man sich diese Pyramide anguckt, ich weiß jetzt nicht, was einem das sagen soll, weil diese Pyramide ist ja eigentlich falsch rum. Also eine Pyramide, so wie wir eine Pyramide eigentlich kennen sollten, geht ja so von unten nach oben. Das wird ja, eine Pyramide wird auch so aufgebaut und ne, es gibt eine Basis und da, das arbeitet sich so bis zur Spitze hoch. Das ist eine Pyramide. So habe ich das mal gelernt. Das kennen wir aus dem Marketing, das kennen wir aus der Psychologie. Hier, was weiß ich, Maslow'sche Bedürfnispyramide. Das fängt unten mit den Grundbedürfnissen an und dann, je nachdem, geht das hoch bis in die Selbstverwirklichung in der letzten Spitze. Bei der FDP geht es andersrum. Die FDP hat oben in der Spitze dann ihre Phase 1 mit dem Impuls und Phase 2 weiter runter das Narrativ qualitativ setzen, was ich auch allein schon witzig finde, Narrativ qualitativ setzen, aber egal. Phase 3 Narrativ quantitativ verbreiten und Phase 4 Beginn der offenen Feldschlacht. Allein der Begriff, also D-Day und Beginn der offenen Feldschlacht, finde ich auch schon sehr, sehr schwierig. Das ist das eine und darüber haben sich natürlich alle Medien unterhalten, müssen wir als Wirtschaftspodcast nicht. Was ich nur so lustig finde, die FDP selbstverständlich davon ausgeht, dass die Pyramide von oben nach unten geht. Was fällt einem dazu ein? Natürlich das klassische Schneeballsystem oder Pyramidensystem. Also finde ich schon sehr schräge, dass das wie selbstverständlich bei der FDP die Pyramide von oben nach unten geht. Ja. Ja, du. Es ist, die einen können keine Pyramide, die anderen können keine Insolvenz erklären. Also ich meine, so gesehen, ja, wie gesagt, ich finde das Thema wahnsinnig schwierig. Für mich gehört die FDP abgeschafft. Ja, ist politisch gesehen. Ja, politisch gesehen ist das, was da, politisch gesehen, was da passiert ist, ist das halt gar nicht. Also egal, welche Partei man gut oder nicht gut findet, wenn es die CDU, die SPD gewesen wäre, würde es auch nicht gehen. Oder wäre es auch nicht gegangen. Ich finde es, also sowohl die Begrifflichkeit, mit der man da um sich geworfen hat, als auch, jetzt will die Führung ja mitteilen, oder hat die Führung ja mitgeteilt, sie wusste von all dem nichts. Ja,
Genau, ja, ist aber trotzdem genau. zurückgetreten. Also genau. die Idee war ja, wenn sie nichts wissen, haben sie ihren Laden nicht im Griff und wenn sie es wissen, sind sie sowieso über. Du kannst nur verlieren, also du musst zurücktreten, das geht gar nicht anders. Du hast gar keine andere Wahl. Naja, also ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass der Parteichef selbst das nicht mitgekriegt haben soll, aber ist schwierig, aktuelle Umfragen, FDP gar nicht mehr im Bundestag, von daher tschüss. Und werden wahrscheinlich auch, also sie haben ja auch nur einmal das Glück gehabt, mal wiederzukommen für ein paar Jahre. Sie waren ja schon mal weg. Jetzt sind sie dann vielleicht endgültig weg, zumindest für die nächsten 4 Jahre. Und dann mal gucken. Um die große Politik vielleicht auch noch einmal abzuschließen, habe ich noch ein wunderbares, kleines, witziges Ideechen aus Italien zum Thema Präsidentschaft von Donald Trump. Nämlich in Italien bietet ein Dorf Amerikanern ein sogenanntes Special-Angebot an. Dort kannst du Häuser für 1 Euro mieten, für die, die vor Trump fliehen wollen. Du hast vielleicht das, haben wir das letzte Ausgabe schon darüber unterhalten, dass es auch eine 4-jährige Kreuzfahrt gibt, wo man dann 4 Jahre vor seinem eigenen Land fliehen kann und dann gegen einen liebevolles Entgelt irgendwann nach der Trump-Ära auch wieder ins Land reingehen kann. Diverse Promis, hier wie Ellen DeGeneres und ähnlich, die sind ja inzwischen nach London, nach England ausgewandert. Aber wie gesagt, Italiener bieten jetzt für 1 Euro in Miete die Häuser an für Amerikaner, die fliehen wollen. Auch witzig. Ich glaube nicht, dass das 4 Jahre hält. Die werden wahrscheinlich für immer und ewig auswandern müssen, weil ich bleibe ja dabei. Ich stelle mal ganz kurz in Aussicht, dass es in 4 Jahren in den USA keine Wahl mehr geben wird, wo man jemand anderes wählen kann als Donald Trump. Wir haben es ja mal in den Raum gestellt letztes Mal. Und das Schlimme ist, ich möchte dir im Moment noch nicht mal widersprechen. Ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher. Es wäre eine Katastrophe, aber es wäre halt so. Und wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Mhm. Apropos gespannt, wir hatten ja letztes Mal hier unsere Dubai-Schokolade. Ja. Ich weiß gar nicht, hast du schon gehört, Kinderüberraschung ist vor dem Aus, also das Ü-Ei. Was? Ja, weltweit einziger Schokoladenhuhn ist gestorben. Ich wollte mal gucken, wie lange du brauchst, um das zu realisieren. Im Alter von 49 Jahren ist das Huhn leider gestorben, nachdem es dem Ferrero... Wo liest du denn so eine Scheiße? Oh mein Gott. Herrlich. Die bekommt er Freitagnachmittag nicht. Ich glaube, der wenige Schlaf, eher nicht von letzter Nacht. Ja, habe ich heute gesehen. Und da habe ich gedacht, das ist genau das Richtige für dich. Nach Dubai-Schokolade und als bekennender Ü-Ei- bzw. Kinderschokoladen-Fan hätte das jetzt ganz gut gepasst. Sag mal, die Kinderschokobons, werden die denn von sogenannten Mini-Hühnern gelegt oder wie funktioniert das? Es gab ja nur ein Huhn, ne? Das wurde genannt bzw. getauft, das hieß Annabella. Und ist jetzt halt im Alter von 49 Jahren gestorben. Es gab nur dieses eine Huhn und es wird jetzt also keine Kinderüberraschungseier mehr geben. Ich werde einen Trauertag einlegen. Es macht mich betroffen, in der Tat. Ja, ich habe mir sowas fast gedacht. Aber gibt es dann auch Tiere, die diese Kinderriegel auspressen? Das wäre mir jetzt nicht bekannt. Ich habe es jetzt, wie gesagt, nur vom Kinderüberraschungsei heute ganz brisant. Wenn es dann aus Versehen quer liegt, ach komm, hör auf, ja. Naja, ich habe gedacht, dass damit kann ich dich heute mal erheitern. Apropos erheitern, was sagst du denn eigentlich, also mal jetzt mal so rein Unternehmenstalk heute, ist ja Black Friday, hast du schon was gekauft? Ja, ich das habe... Dubai-Schokolade. Ja, liebe Hörer von Unternehmen wir was, ich werde jetzt exklusiv beichten, dass ich für horrendes Geld, aber trotzdem Black Friday heruntergesetzt, ich traue mich auch nicht zu sagen, wie teuer, das rundrum sorglos eierlegende Wollmilchsau-Saugwischroboter
Stationsgerät gekauft habe, was wirklich alles, also inklusive Radar, Lasermessung, Kameramessung, KI, 3D-Vermessung der Räume mit automatischer Reinigung, Absaugung, Wischmopp-Reinigung, Wischmopp-Föhnen mit, ich kann dir gar nicht sagen, was das Ding alles kann. Es ist seit Mittwoch, also seit vorgestern, ein fester Partner bei uns. Wir haben es auch schon getauft und es ist jetzt ein festes Mitglied unserer Familie. Das wohnt zu Hause, also ist bei euch zu Hause eingezogen, dieses tolle Gerät? Mhm, ja. Mhm. Weil wir vorher ein Gerät hatten, was mit unserem Zuhause etwas überfordert war und das ist jetzt bei mir im Büro, was ich auch sehr genieße. Ja, kann ich verstehen. Ich habe lustigerweise gerade das Gleiche, also heute gerade drüber nachgedacht, mir auch ein älteres Gerät von zu Hause hierher zu holen und einfach ein neues nach Hause zu stellen. Mhm. Auf den Gedanken zu kommen, das jetzt mit dem Black Friday zu verknüpfen, bin ich jetzt nicht. Aber, es sind ja doch ein paar Tage. Ja, es sind bis Montag hast du auf jeden Fall noch Zeit und bei vielen ja dann wieder darüber hinaus und ach, wer weiß, bis neuem Jahr gibt es dann wieder was Neues. Nee, aber was ich mal fragen wollte, was hältst du denn von Black Friday? Ich dachte, du wolltest fragen, wie wir unseren Sauger getauft haben. Ach so, ja, ich dachte, das wäre jetzt ein Geheimnis, weil das hast du so, ja, dann erzähl, wie heißt es denn? Also meiner hieß ja Harald jahrelang mit Doppel-A. Harald! Genau so. Und das, nur die alten Otto-Fans kennen das noch. Ja, unser heißt Freud, Spitzname Siggi. Ja. Du weißt doch, die Spaltung des Geistes in Lust und Angst. Also hier ist es das Wischen und das Saugen. Nein, so, das dichte ich jetzt gerade rein. Das klingt gerade sehr intelligent. Lass mir so stehen. Ja, so, aber sorry, ich hätte dich. Ja, nee, alles gut. Ich hab mir die Frage gestellt, was hältst du von Black Friday-Angeboten im B2B-Bereich? Also. Ich sag mal so, meine Dienstleistung günstiger machen, wenn du im, das ist ja meistens diese Black Week, die ja immer von Montag bis, ich glaube von Montag bis Freitag oder bis Montag, von Montag bis Montag. Oder auch so auch Produkte, die so hauptsächlich für den B2B-Markt sind, wie, keine Ahnung, spezielle Maschinen, spezielle Autos, spezielle Laserverfahren, keine Ahnung. Irgendwas, was wirklich nur für den B2B-Bereich von, ich sag mal, auch nicht so irgendwie so für uns jetzt im B2B-Bereich, sondern schon so im größeren Segment. So Industrie, so Anlagevermögen für Industrie. Ja, hm? Ja, zum Beispiel. Also das heißt, du hast es jetzt aber schon spezifiziert in Form von Produkten. Ich war jetzt natürlich noch weiter gegangen. Wie ist denn das, wenn zum Beispiel auch Dienstleistungen im Black Friday? Oder sowas. Also wenn du jetzt zum Beispiel deine Softwareentwicklung im Black Friday-Bereich dann, keine Ahnung, -20 oder -30% anbieten würdest. Oder ich meine Unternehmensberatung, -20, -30%. Auch das habe ich übrigens durchaus gesehen in den letzten Tagen. Also, dass es auch normale, kleinere Dienstleister gab, die ihre Stundensätze deswegen günstiger angeboten haben. Da hast du mich tatsächlich jetzt kalt erwischt, weil ich denke gerade drüber nach und ich stelle gerade fest, dass ich noch keine Meinung dazu habe. Findest du es denn eher professionell? Findest du es unprofessionell? Man muss es ja so sehen. Wenn jemand bei mir in der Unternehmensberatung ist und wir zum Beispiel auch klassischerweise über Deckungsbeiträge, Kalkulationen und so weiter und so fort das durchrechnen und dann natürlich auch diese Diskussion, die ich mit jedem zweiten Existenzgründer immer durchdiskutiere, was ist überhaupt eine Lohnstunde oder ähnlich wert und oft gehen die ja von völlig falschen Voraussetzungen aus, viele davon waren vorher angestellt, die haben dann irgendwo ihre, keine Ahnung, 22 bis 30 Euro Stundenlohn im geistigen Auge oder wenn wir Mindestlohn runtergehen, irgendwie 12,80 bis 15 Euro. So. Das heißt, so von den Löhnen gehen die aus, rechnen das so ein bisschen höher und sagen, wow, ich bin ganz reich, wenn ich irgendwie 20, 25 Euro die Stunde nehme. Ich will den ganzen Vortrag nicht halten, aber dass das natürlich nicht aufgeht als Selbstständiger, das wissen wir alle. Ich hoffe, dass wir das inzwischen alle wissen. Egal. Ich werde nicht müde, das Ganze immer so zu argumentieren, dass es ein Preis ist, der sich zum einen aus der Kostendeckung, Unternehmerlohn, Investitionsrücklagen und so, also
ne, wie sich das alles so zusammenrechnet. Und natürlich auch der eigene Wert plus der Marktwert. Was sind Leute bereit irgendwie zu bezahlen in diesem Segment? Ich habe gerade jemanden, der im handwerklichen Bereich arbeitet, in einem sehr speziellen Bereich, kann ich nicht so sagen, ist ein Klient. Was für ein Bereich, aber der in einem, obwohl es den Bereich auch normal gibt, da sehr viel günstiger anbieten muss, weil es in dem Spezialbereich, da ist die Bereitschaft nicht so hoch, bestimmte Preise zu bezahlen wie in dem universalen Bereich. Es geht so im Tischlerbereich. Also man ist bereit, eine gewisse Summe für eine Tischlerstunde zu bezahlen und in diesem Spezialbereich eben halt deutlich weniger. War ich sehr erstaunt, musste ich mich auch eines Besseren belehren lassen. Sehr spannend. Aber grundsätzlich argumentieren wir doch alle, du argumentierst so, ich argumentiere so, das ist der Wert, den haben wir kalkuliert und den haben wir uns nicht mal ebenso ausgedacht, sondern der hat auch schon seine Bewandtnis. Durch Vorbildung, durch Ersparnis und was weiß ich nicht alles. Dann ist immer die Frage, wenn ich so Zeiten habe und der einzige Anlass ist, die Zeit, sprich Black Friday Zeit, dass wir dann günstiger sind, damit würden wir uns selber ab Absurdum führen. Aber ich habe natürlich auch wieder das gleiche Problem, boah, ich rede gerade viel, Entschuldigung. Aber wir haben auch gerade das gleiche Problem, dass wir das natürlich bei B2C wie selbstverständlich annehmen, dass wir bestimmte Zeiten haben, wo wir sagen, aber jetzt -30%. So, und plötzlich sagen wir, alle anderen Preise waren vorher irgendwie willkürlich, weil jetzt geht auch -30% und trotzdem alles okay. Die Frage ist ja tatsächlich, machen wir uns nicht auf der einen Seite auch im B2C eigentlich absurd, indem wir sagen, da ist eine Zeit und nur weil wir diese Zeit haben, ist es günstiger. Ist das denn der richtige Wert oder ist der andere Preis der richtige Wert? Sowohl im Produkt- wie im Dienstleistungssektor. Deswegen, ich rede gerade so viel, weil ich gerade keine Meinung habe. Ich bin völlig verunsichert. Na, aber ich frag dich was anderes. Wenn man mal im Dienstleistungsbereich, ist ja eine Sache. Also ich finde immer, wenn mir jemand im Dienstleistungsbereich plötzlich mit günstigeren Preisen um die Ecke wirft und sagt, die Leistung ist jetzt günstiger, weil, oder ne, jetzt in diesem Moment halt günstiger, dann frage ich mich halt immer, hast du nichts zu tun, dass du jetzt deswegen also nochmal explizit das mit ausnutzen musst, um jetzt irgendwie auch nochmal zu neuen Kunden zu kommen. Und zum anderen bei größeren Dingen, also bei größeren Anschaffungen beispielsweise, sagen wir mal Maschinenproduktion, irgendwas, wo dann vielleicht die Anlage auch normalerweise 500.000 kostet und jetzt kostet sie im Black Friday nur 300.000 Euro. Da stelle ich mir schon die Frage, also ich meine, da kommt ja nun keiner und sagt, ich kaufe jetzt die Maschine, weil sie jetzt gerade 200.000 Euro günstiger ist. Also in der Regel laufen die Maschinen bis zu dem Zeitpunkt, wo sie auseinanderfallen, gerade in der jetzigen wirtschaftlichen und auch Bankenzinslage. Und du hast ja auch, eine sehr lange, also gerade im Anlagevermögen hast du ja eine sehr lange Vorlaufplanung. Ja, der Planungsvorlauf, oh mein Gott, ja, Vorlaufplan, ja, Planungsvorlauf. Ja, ne? Ich weiß, was du meinst, aber du fängst ja jetzt nicht an und über, das wäre ein gutes Beispiel, aber du kommst ja nicht auf die Idee, im April drüber nachzudenken, dass du eine neue Maschine brauchst und dann bis zum Black Friday zu warten in der Hoffnung, dass dein Dienstleister die Maschine günstiger verkauft. Weißt du, was ich meine? Also ja, es ist, also ich, echt, du hast mich völlig kalt erwischt. Ich finde schräge. Warum ist es schräge? Weil im Konsumentenbereich ist es für uns völlig normal, dass wir seit dem Winter- und Sommerschlussverkauf ist es für uns völlig klar, dass wir zeitbezogene Rabatte haben. Ja. Ja. Im B2C ist es ja auch in Ordnung. Ich meine, ne, du bist ja selber, hast ja selber gerade gesagt, du hast einen Staubsauger dir gekauft, ja. Und ich habe mir viele andere Dinge gekauft, die dann sich einfach ergeben hatten, die aber auf meiner Liste schon vorher standen, das muss ich dazu auch sagen. Die ich schon länger auf meiner Liste hatte und sich dann einfach in diesem Zeitpunkt oder zu diesem Zeitpunkt ergeben haben, weil sie dann halt günstiger waren. So. Hast du denn jetzt auch schon was gekauft bei Black Friday? Jetzt aktuell? Ich überlege gerade. Bevor wir gleich wieder auf B2B kommen. Ja, doch, ich habe mir was, aber das ist auch ja B2B. Ich habe einen Drucker gekauft, denn meiner war nämlich kaputt. Ah, okay. Der stand nämlich auf meiner Liste, so. Das hatte sich dann damit ergeben, wenn ich sonst, ich überlege gerade, ich glaube, ich hatte nicht so wirklich irgendwas, was wir gerade, doch, ich habe irgendwas für zu Hause bestellt auch. Ich überlege gerade, was das war. Das hatte sich irgendwie, ach so, ein Bilderrahmen. Aber auch der war einfach nur rein zufällig, weil der mir wieder einfiel. Aber ich hatte jetzt nichts. Ich hatte jetzt tatsächlich jetzt nichts Konkretes. Ich habe übrigens bei Amazon jetzt eine neue Wunschliste angelegt, die heißt Black Friday.
Ja, siehst du? Wo wir all das raufpacken, also das ist jetzt fast dieser Weg wieder dahin, wo wir hinwollen, wo wir das aufschreiben, was wir vielleicht, wenn es dann mal bei Black Friday richtig günstig ist, dann brauchen wollen, oder dass wir das schon so lange drauf haben, dass wir zu Black Friday sagen, aber so wichtig ist das jetzt auch nicht. Ja, das hatte ich auch mit diversen Dingen, die da drauf standen, wo ich dachte, die dann tatsächlich auch im Angebot waren, wo ich dachte, ach, naja, nee. Also dramatisch ist es jetzt gerade nicht. Aber lass uns zurück zu diesem Gedanken mit B2B. Ich bin immer noch völlig verunsichert und das passiert mir selten, dass ich da, ich habe normalerweise immer sehr schnell vorgefertigte Meinungen, ist mal vorteilhaft, mal negativ, aber was meinst du? Also jetzt angenommen, wie würdest du reagieren? Ja, wie gesagt, bei Dienstleistungen, da bin ich dann schon sehr skeptisch, wenn mir jemand plötzlich die Stundensätze günstiger anbietet. Das ist also, ne, dann verkauft er sich unterm Wert und die Dienstleistung kostet. Löhne und Honorare fasst man nicht an. Nein. Nee, das finde ich halt auch, genau. Das geht irgendwie überhaupt nicht. Und das für Maschinen ja wie oder für alles andere im B2B Produktionsdinge, Investitionsdinge, die du dann wirklich in größeren Mengen oder in einer größeren Summe, sagen wir mal, tätigen würdest, die würde ich auch nicht im Black Friday tätigen. Mir hat man früher beigebracht und so bringe ich es meinen Klienten bei oder so machen wir auch irgendwelche Strategien. Wenn du irgendwelche Aktionen hast, du musst immer einen glaubwürdigen Grund haben. Das hatte ich vor, ich glaube, mindestens 20, 30, 40 Folgen irgendwie mal gesagt und auch mal länger darüber referiert. Einfach so ein Rabatt und irgendeine Aktion wird niemals den Riesenerfolg haben. Wenn du allerdings einen glaubwürdigen Grund, das können Firmenjubiläen sein, das können irgendwelche Sonderaktionen oder die Ware muss raus oder Lagerräumung oder was weiß ich. Das wäre ja noch okay. Du musst immer irgendeinen nachvollziehbaren Grund haben, Nummer eins. Und Nummer zwei, bitte mach es immer mit einem Anfangs- und Enddatum, niemals irgendwie ohne Ende, weil du musst einen gewissen Preisdruck auch erzeugen. Gut, das hast du ja. Und noch so ein paar andere Gesetze, die da alle dazugehören. Es gibt so das Einmaleins einer erfolgreichen Produktwerbung. Aber das hast du ja in dem Moment, wo du sagst, der Black Friday geht von Montag bis Montag. Ist es ja begrenzt. Das ist das Sinnbild einer erfolgreichen Aktion, natürlich. Klar. Und wenn ich eine Maschine oder ein Flugzeug oder ein Auto habe, ja, was dann irgendwie nicht mehr produziert wird oder nicht mehr in der Form produziert wird, und auch irgendwie das Zeug aus dem Bestand loswerden muss, dann kann ich die Aktion auch noch gegebenenfalls nachvollziehen. Aber mir fällt gerade was ein. Warte mal, ich gucke gerade mal auf der Amazon-Seite, weil es ja bei Amazon zum Beispiel auch CNC-Fräsmaschinen gibt. Ja. Ich kam da drauf, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, es gibt immer mal so auf Social Media so die witzigsten Produktrezensionen, die man so bei Amazon lesen kann. Und da gab es mal bei einer CNC-Fräse so ein richtig großes Teil, irgendwie so eine endgeile Geschichte, die da war, das wie bildhaft schön sich das im Wohnzimmer macht. Und seit er diese CNC-Fräse im Wohnzimmer hat, klappt es auch mit den Frauen. Und also das war unfassbar, was da alles drin war. So eine der witzigsten Rezensionen ist, das war purer Comic. Vielleicht soll man dann einfach auch mal gucken, ob zufälligerweise irgendwie so ein Großgerät dann auch bei Amazon im Black Friday mit dabei ist. Ja, ich finde es schwierig. Ich finde es dann sogar noch schwierig, wenn du auch noch Händler womöglich hast, die deine Maschinen auch noch vertreiben und dann vom Black Friday gar nicht oder auch, das kann ich auf dem Schirm haben, ihre Maschinen teurer verkaufen als der Hersteller oder auch die Dienstleistungen an sich, ja, die dann, also auch nicht marktüblich dann wiederum plötzlich zum Schleuderpreis hier hinterhergeworfen wird, dann frage ich mich halt, also, ja. Wie gesagt, ich bin da skeptisch, wie gesagt, zum B2C finde ich super, für ein B2B finde ich das irgendwie total überflüssig. Unsere Meinung ist, dass wir keine Meinung haben, das ist schwierig, ist wirklich schwierig. Ich weiß nicht, also vielleicht denke ich jetzt auch gerade zu eng, dass mir im Moment keine Strategie einfällt, die ich irgendwie im B2B-Bereich mit Black Friday in Verbindung bringe. Stell dir vor, dein Versicherungsmakler würde dich anrufen und sagen, wenn sie heute die Versicherung abschließen, dann ist die morgen, dann kostet sie heute 20% weniger. Ja.
Wobei es ja durchaus manchmal so Situationen gibt. Aber wir alle wissen ja auch, was genau diese Geschichten auslösen, wie strategisch man kauft oder dann auch nicht mehr kauft. Im Autohandel ist es ja auch so, wenn ich weiß, dass dann und dann irgendwie Werksferien waren, weiß ich, dass nach den Werksferien automatisch die Listenpreise höher werden. Es sei denn, ich weiß, dass ein neues Modell rauskommt. Dann ist nämlich, muss ich entscheiden, will ich das neue Modell zu dem völlig horrend bekloppten Preis, schöne Grüße an VW, oder werde ich dann irgendwie das Vorjahresmodell bewusst nehmen, weil ich da dann exorbitant andere Abschläge für bekomme, weil es eben halt ein neues Modell gibt. Aber auch das ist ein nachvollziehbarer Grund. Ja, keine Meinung. Aber, wo du gerade sagst, Preis. Ja. Da habe ich auch etwas nicht verstanden. Ich war jetzt beim Tanken gestern Abend an der Jet-Tankstelle und schaute dann bei den Zusätzen für Scheibenwaschwasser. Ich hatte bisher immer noch das Sommerzeug gegen Fliegen, macht im Moment wenig Sinn. Also muss man jetzt ja das wieder gegen Frost und Klarsicht und gegen Salz und so weiter. Und normalerweise hast du ja bei Tankstellen immer mindestens zwei verschiedene Sorten, nämlich einmal ein Markenprodukt, 90% der Fälle Sonax, und dann irgendeine Hausmarke. Mhm. Und ich habe das bisher immer so erlebt, das ist in jedem Supermarkt so, wo die Hausmarken, die Eigenmarken günstiger sind, weil wir das meistens von irgendeinem Markenhersteller machen lassen, der eben halt die Fixkosten über sein Markenprodukt abdeckt und nur die variablen Kosten mit der Hausmarke, die er für Rewe oder Edeka oder sonst irgendwie macht, deswegen ja günstiger anbietet. Ach, das ist das alte Thema. Und das Gleiche ist natürlich auch mit solchen Sachen. Aber wenn bei der Jet-Tankstelle das Sonax-Produkt 1 Liter 8,49 Euro kostet und die Hausmarke auch 1 Liter auch 8,49 Euro, dann verstehe ich das Prinzip nicht. Vielleicht war es ein Black-Friday-Angebot. Extra. Nein, es war kein Rabattzettel dran, das, oder Aktionszettel. Da habe ich extra drauf geachtet. So wie du mich kennst, ich bin reingegangen an die Kassier und habe gefragt. Und was hat sie gesagt? Ich bin so ein alter Sack. Ich komme mir wirklich vor wie so ein, sagen Sie mal, wie kann das, egal. Und ich habe dann gefragt und natürlich keine Antwort, sie nur, ja, weiß ich nicht. Also die guckte mich mit den totesten Augen der Erde an. So frei nach Motto, was will dieser alte lange Kerl da? Und willst du nochmal die Jet-Tankstelle sagen, wo sie war und zu welcher Uhrzeit du da warst? Das Schlimme an der Geschichte ist ja, ich habe da ja nichts von beiden gekauft, weil ich vorher im Black Friday mir einen 5-Liter Kanister habe schicken lassen. Kriegst du noch Luft? Schwierig. Du hast einen knallroten Kopf gerade. Er hat sich das schicken lassen. Ich dachte, du hast einen Staubsauger kommen lassen und nicht noch irgendwie. Ja, aber das fand ich jetzt unsexy. Auf die Frage irgendwie, ob ich was bei Black Friday gekauft habe. Und ich sage, ja, klar, Scheibenwaschzusatz. Wäre aber auch schön gewesen. Ja. Herrlich. Ja, du hast also gestern bestellt und heute noch geliefern lassen oder du hattest schon vorher bestellt und nur zufälligerweise Ich hatte vorher schon bestellt und ich habe das gestern beim Tanken dann einfach gesehen und ich dachte, ey, frag mal nach, ich bin ja versorgt. Arschlochkunde halt. Was hättest du denn gemacht, wenn sie eine Begründung gehabt hätte? Dann hätte ich zumindest was für einen Podcast gehabt. Okay. Und so müssen wir alle dumm sterben. Ja, aber auch so haben wir ja was gelernt. Dass du es schon vorher bestellt hast, Black Friday. Ja. Wir könnten den Titel unserer Podcast-Folge ja nennen, Die toten Augen von Jet. Ja, sehr schön. Den nehme ich. Ja. Den schreibe ich nachher auf. Finde ich eine ausgesprochen gute Idee. Ja, okay.
neben dem Staubsaugerroboter hast du auch noch Flüssigkeiten gekauft. Wie schön. Sonst noch was? Was beichten möchtest? Oh Gott. Vielleicht fällt mir später noch was ein. Alles klar. Ich gehe jetzt nicht meine Gekauftliste durch. Nee, besser nicht. Ich habe auch gerade doch, Entschuldigung. Oh Gott, ich habe, hier, guck, ich habe die Liste gerade auf. Und? Ich habe noch, auch das ist B2B, ich habe zwei, auch das war Black Friday tatsächlich, es war reduziert, zwei handliche Feuerlöscher für meine Büros. Ja. Mhm. Weil ich festgestellt habe, dass die seit Juli diesen Jahres abgelaufen sind und das sind so Einwegteile, deswegen habe ich die bestellt und da ich im Januar wieder überprüft werde, habe ich dann so gedacht, ich bin dann mal vorbereitet. Kommt da bei dir extra jemand vorbei zum Prüfen deiner Feuerlöscher? Nee, witzige Geschichte. Ich bin ja zertifiziert, was ich ja schon mehrere Male gesagt habe, zertifiziert, um eben halt auch für Agenturen und ähnlich sowas wie Berufscoachings und Gründungscoachings durchzuführen. Und das ist ein relativ harter Prozess und langer Prozess. Das ist einmal im Jahr 6-7 Stunden, wo man alles nachweisen muss, wie die Kalkulation ist, mit wem man zusammengearbeitet hat, welche eigenen Netzwerktätigkeiten man hatte, wie man sich fort- und weitergebildet hat, wie die Räume sind, bla bla blub. Und mir hat jetzt die Auditorin, die mich dann regelmäßig besucht, mit der ich dann den Termin abgesprochen habe, sagte schon so, nicht, dass sie sich wundern, wir werden dieses Jahr ein vermehrtes Auge darauf haben, wie dann so die das Thema der Betriebssicherheit ist. Also muss ich jetzt zukünftig auch noch nachweisen, dass jeder Klient, der bei mir reinkommt, in seinem Erstgespräch von mir darauf hingewiesen wird, wo der Fluchtweg ist, wo der nächste Feuerlöscher ist, wo der Verbandskasten ist. Natürlich der Verbandskasten nach DIN 13157. Natürlich. Aus dem Jahr 2021. Den habe ich jetzt neu aufgemacht. Ich habe mit Verbandsbuch, wo man natürlich eintragen muss, was jeweils für Unfälle passiert sind. Also wer, keine Ahnung, vom Konferenztisch gefallen ist oder sonst irgendwie. Also was bin ich jetzt gerade dabei, nochmal nach neuestem Stand aufzupimpen? Ich dachte, meine große gewerbliche Pflasterbox reicht. Nein, sie reicht nicht. Und auch das wird im Rahmen der Zertifizierung alles nochmal nachgeprüft. Und da habe ich so gedacht, ach, oh, dann habe ich so zwei kleine Handfeuerlöscher, die ich zusätzlich, also ich muss sie nicht haben, weil in den Gängen sind natürlich welche auch in Erwartung und ähnlich. Und ich muss natürlich nachweisen, dass das gesamte Gebäude mit den Sicherheitsüberprüfungen stattfindet. Und das muss ich mir dann von dem Center Manager, also da wo ist ja bei mir, ich bin ja in einem Sirius Business Park, da muss ich das entsprechend nachweisen, dass oder er muss mir bestätigen, dass das in alles in Erwartung ist. Und das muss ich alles vorlegen. Alles. Und danach kriege ich noch eine Rechnung dafür. Natürlich, der kommt ja nicht umsonst. Also, okay, ja, dann hat es sich ja gelohnt für dich dieses Jahr. Ich habe gerade noch geguckt, ich habe mir noch ein Thermostat bestellt für die Heizung im Büro, damit ich das nicht abends vergesse auszumachen und morgens nicht friere, wenn ich wiederkomme und die Heizung dann am Wochenende aus war. Kannst du das dann auch fernsteuern? Ja. Das heißt, du hast eine smarte. Ja, und ich hatte tatsächlich mal das Problem im Büro, dass die Heizung ist so empfindlich und wenn du nur Mühe zu weit nach links drehst, dann wird es kalt und wenn du Mühe zu weit nach rechts drehst, wird es hier so heiß, dass du eingehst. Und das, also es gab quasi 2,7 oder das ist halt mit den Strichen mal drauf gewesen und dann bei 2,7 und bei 2,8 war es schon so warm hier drin, dass du es kaum ausgehalten hast. Und das aber du weißt doch, Heizung ordentlich aufdrehen und Fenster aufmachen zur Regulierung. Das macht man doch als Kreuzfahrer so. Nee, ich muss ja CO2 sparen, wie wir ja schon mal festgestellt haben, damit ich mein CO2 anderweitig wieder verbrauchen kann. Ja, gut. Deswegen spare ich auch natürlich an Energie. Ja, also, doch. Ich lebe energiesparsam. Ich habe auch extra Energiesparglühbirnen, die dann immer stundenlang brauchen, bis es irgendwann hell wird im Raum.
Oh, hast du noch so mit diesen, nein. Hast du noch diese Leuchtstoff? Bitte nicht. Nein. Muss ich nur gerade dran denken, meine Mutter hatte sowas immer zu Hause. Oh, das ist furchtbar. Hast du die Küchenlampe angemacht und dann ging das immer so pling und dann dauert das immer ewig, richtig, bis sie dann mal hell wurde. 4-5 Minuten, bis die so richtig überhaupt ihre, ja. Da war es aus der Küche schon wieder raus. Ich bin ja ein Unfall, keine Ahnung, ob das jetzt völlig in Ordnung ist oder ob die von irgendwelchen afrikanischen Kinderhänden Mund geplöppelt werden. Ich bin ja ein großer Fan, trink doch mal ordentlich. Ich bin ein großer Fan von diesem IKEA-Lampensystem, des smarten Systems. Das wird immer besser. Und warum soll das von Kindern geklöppelt werden? Nein, keine Ahnung, weil das so günstig ist. Das ist ja weit günstiger als das sonst günstigste. Das nächstgünstige wäre ja das Hue-System von Philips. Von Philips, jo. Und selbst das ist fast doppelt so teuer wie das IKEA-System, ohne jetzt wirklich, wie ich finde, besser zu sein. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen dem von Philips und dem von IKEA. Du kannst die von Philips deutlich dunkler dimmen als die von IKEA. Also IKEA ist deutlich heller im Vergleich zu, jetzt wird es bei dir gerade dunkel. Ja, nee. Ich habe die gerade ganz dunkel gemacht. Ja, wenn du im direkten Vergleich sieht man tatsächlich, dass es zwischen diesen beiden Lampen Unterschiede gibt. Die stört dem einen, stört das, den anderen stört das nicht. Und wenn du dieses Farbspektrum hast mit bunten Farben, was ich jetzt nicht habe, aber wenn man es hat, dann sind die, ist ja auch viel mehr Farbspektrum bei You, wenn man es dann so nutzen möchte. Also ich mag die Lichtfarbe von IKEA sehr gern, weil der Warmton ist wirklich ein wundervoller, nicht zu blau, nicht zu gelb, ist wirklich ein wundervoller Farbton. Ich habe ganz viel davon, also sowohl im Ferienobjekt wie auch zu Hause haben wir uns da komplett drauf gestürzt und die haben jetzt ja auch einen neuen Hub, der eben halt viel mehr Möglichkeiten bietet. Genau. Ja, ich habe das System sowohl hier im Büro als auch zu Hause. Das hatte, ich glaube, ursprünglich war den Grund, dass das besser in Verbindung mit HomeKit von Apple ging. Allerdings ist Apple HomeKit ja sowas von schlecht geworden, dass Wollte ich gerade sagen, nicht freiwillig, ja. Wie oft das nicht geht, ich habe schon so auf meine Uhr angebrüllt und da funktionierte nichts. Ja, das geht ja sogar noch, aber nee, ich habe es jetzt neuerdings, dass wenn man geht, dass das Licht nicht mehr ausgeht und dann nicht angeht, wenn man kommt und ich war das letzte iOS-Update, damit soll ja angeblich alles besser werden. Mhm. Und wenn es dann nicht besser wird, dann fliegt das alles raus. Also nicht die U-Sachen, aber der HomeKit-Kram fliegt dann raus und dann muss man sich halt anderweitig helfen. Ja. Ich hab hier ein Thema aufgeschrieben, wo ich überlegt habe, wie zukünftig der große Markt der Jugendlichen abgefrühstückt werden kann. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass in Australien jetzt ja im Eilverfahren durchgebracht wurde, dass Social Media grundsätzlich erst ab dem Alter von 16 Jahren benutzt werden darf. Vorher alles gesperrt, finde ich hammerhart, also diese Meldung hat mich wirklich überrascht, muss dazu sagen, aber da habe ich jetzt auch keine näheren Infos, dass da schon Klagen gegen sind, weil es wohl auch teilweise gegen Selbstbestimmungsrechte etc. Wie immer, klar, logischerweise, also ist die Frage, ob es nachher wirklich so durchkommt, aber auch dort ist es durch das Parlament durch und soll durchgesetzt werden. Der gesellschaftliche Punkt interessiert mich nicht, weil dann würden wahrscheinlich von unseren Hörern wahrscheinlich irgendwie die ganzen Selbsternannten und irgendwie und die Kinder und wir und früher brauchte wer das auch nicht. Ich überlege mir, was allein so bei TikTok und bei Insta, was ja so in dieser Altersgruppe bis 16 logischerweise der stärkste Markt ist, also jetzt nicht bei den alten Spinnern von Facebook, sondern wirklich so bei diesen Geschichten. Der Markt bricht ja komplett weg. Ja, aber sorry, also ich weiß nicht, wie es gut weiß oder, jetzt nicht, oder alle mogeln beim Alter. Ja, ich wollte gerade sagen, wer hat denn nicht gemogelt beim Alter? Also gut, bei mir, als Facebook bei mir rauskam, ja, da war ich ja schon, war ich schon alt. Ich durfte schon mich freiwillig selbstbestimmt bei Facebook anmelden. Aber was war das mit 13 durfte man, ne? 13 oder 14? Bin mir gerade nicht ganz sicher gewesen. Also bei Google war es glaube ich 13. Ich weiß, dass wir familiär in einem Fall, glaube ich, irgendwie ein Jahr gemogelt hatten. Und es war nachher schwer, das Alter auf das richtige Alter. Siehst du? So kann das gehen.
Sie hört den Podcast nicht, egal. Macht nichts. Aber ich wollte auch nur sagen, du kannst ja mogeln, da kannst du reinschreiben, was du willst. Die Frage ist ja, ob es, wenn es Dritte sehen, ob es dann Klagen geben könnte. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass deine Tochter es halt schon... Gut, die ist ja alt. Okay. Hättest du jetzt eine Tochter, die noch nicht in dem Alter wäre, ob ich dich dann anzeigen würde, könnte... oder die Schule womöglich mich zum, keine Ahnung, wohin zerren, karren kann. Also ich finde das, ja. Also ich finde es gut, weil ich denke, das sehe ich ja selber bei meinen Kindern, die sind jetzt alle in dem, nee, noch nicht, eine nicht, aber sonst alle in dem Alter, dass sie es selbstbestimmend sozusagen laut den AGB nutzen dürften. Ja. Ich finde es schwierig. Auch das Bewusstsein für die Gefahr, ist irgendwie mit Autofahren. Ich finde, Autofahren ist so ähnlich, also kann man ganz gut damit vergleichen, ist für die meisten eher noch wieder ein besserer Bezug dazu. Auch so das jugendliche Fahren, so mit 18. Ja, du fährst viel schneller, du nimmst viel weniger, denkst viel weniger drüber nach, du machst es einfach und du fährst einfach der linken Spur und gibst einfach Gas. Und so ähnlich ist, finde ich, im Social-Media-Bereich genau das Gleiche. Du machst dir über die Kann man überhaupt Dinge, noch sagen, man gibt Gas oder kann man sagen, man gibt Strom? Fällt mir nur gerade ein. Schwierige Frage, muss ich darüber nachdenken. Ja, aber egal. Wie gesagt, da so ein Vergleich ist es da genauso. Ne? Du denkst halt über die Risiken, die dir das Internet quasi mitbringen, halt auch, machst du dir darüber Gedanken? Das ist ja eher so uncool, wenn da auch noch jemand sagt, so, ne, poste das jetzt lieber nicht oder mach lieber das nicht so oder mach es doch lieber anders. Und da denke ich mir halt, umso älter du wirst, umso mehr wirst du natürlich dafür sensibilisiert oder sensibilisierst dich ja auch selber im Umgang damit. Also ich würde es begrüßen, aber ich weiß halt auch, dass es 1000 Möglichkeiten gibt, das Ding zu umgehen und dann trotzdem mitzumachen zu dürfen und zu können. Und schon sind wir wieder bei meiner Ursprungsforderung, wie geil wäre es, wenn es eine weltweite gesetzliche Verpflichtung dafür gäbe, dass Leute ausschließlich sich in den sozialen Netzwerken bewegen dürfen, wenn sie sich amtlich ausgewiesen haben, ohne irgendeinen Zweifel darüber und dass jeglicher Verstoß dieses automatisch eine Strafverfolgung nach sich ziehen würde. Dann hätten wir das ganze Mobbing nicht und hätten eben halt auch eine korrekte Alterskontrolle. Ja, aber wie gesagt, das hätte ich einen Tag und danach bräuchte ich ein Leben lang Bodyguards, weil ich vermutlich dann auf irgendwelchen Abschusslisten stehen würde. Aber es wäre mal, ja, es wird die ganzen Bots ja auch dann nicht geben, ne? Logischerweise. Richtig. Die ganzen genau. Fake News, die sich ja dann auch verbreiten, die wären dann auch passé. Und jede Beleidigung wäre automatisch sofort verfolgbar. Das heißt, Schwachkopf Professional wäre noch viel schneller zu ahnden. Ja, also. Wieso haben die eigentlich alle Mitleid mit diesem Rentner da, also wer das Ding baut und verbreitet, hier Schwachkopf Professional, ach so, der muss sich nicht wundern, wenn dann irgendwann die Polizei vor der Tür steht. Kuckuck. Ja, das ist... Ich würde, wenn mich das jemand irgendwie auf der Straße oder wenn mir jemand auf der Straße das nachruft und ich kann nachverfolgen, wer das ist, der kriegt von mir auch Ärger juristisch. Habe ich gar kein Problem. Ist es scheißegal, ob ich Politiker bin oder nicht? Ja, fertig. Da wird man es ja auch ganz anders. Da könntest du es ja auch ahnden, gegebenenfalls. Ne? Weil du wüsstest ja, dann könntest du ja dann an Ordnungsstelle jemanden rufen, der dann das aufnehmen könnte. Alleine die Rechtsprechung, spätestens seit Kühners finde ich das ja schon schlimm, aber alleine die Rechtfertigung, bei Politiker müssen sich mehr gefallen lassen. Warum? Ja, das, das ist, finde ich, eine ganz bedenkliche Nummer. Dass auch in der Rechtsprechung gesagt wird, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sich mehr Beleidigungen gefallen lassen müssen. Das ist doch eigentlich die Bankrotterklärung zu unserem Social-Media-System und zu der zu den Medien und all sowas. Das verstehe ich nicht. Also Beleidigung bleibt Beleidigung und es ist doch völlig egal, was für eine Person das ist. Ja, und aber ja. Da gab es schon mal ganz schräge Rechtsprechung, da muss ich immer an Dieter Bohlen denken. Ja, als es darum ging, dass er den Polizisten geduzt hat, der Unheilrecht bekommen hat, weil er ja alle duzt. Da fragst du dich dann auch so irgendwie, das war auch schon mal so eine Rechtsprechung, wo ich immer gedacht habe, hat aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Ich kriege ja nach wie vor von ihm nichts mit, weil er mich ja gesperrt hat. Und, bist du immer noch geblockt? Ich bin immer noch geblockt, ja klar. Oh Mann. Lege ich jetzt aber auch nicht viel Wert drauf, irgendwie. Nö.
Muss man ja auch nicht. Man muss nein. Man muss den ja auch nicht unbedingt verfolgen. Ich weiß gar nicht, ob das in deiner Altersklasse überhaupt bekannt war. Hast du eigentlich mitbekommen, dass die Restaurantkette Wienerwald wieder im großen Stil wiederkommt? Bitte, heute wer? Bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald. Ja, das war so ein Spruch, so zur gleichen Zeit wie Bauknecht weiß, was Frauen wünschen. Das ist so. Ja, ich erzähle mehr vom Krieg. Also, aber grundsätzlich, ja, Wienerwald war, das war früher so, vor McDonald's und vor allen anderen war das die erste große Systemgastronomie, wo alle irgendwie hingegangen sind und sich da jegliche Form von Hähnchengerichten familiär reingepfiffen. Das war das erste Familienrestaurant, wo es günstig Fleisch mit Beilage gab. Die dann irgendwann aufgrund der veränderten Verhältnisse, Restaurantverhältnisse, Essgewohnheiten so den Anschluss ein bisschen verpasst haben, dass die Pächter teilweise ihre Läden auch überhaupt nicht im Griff hatten. Das waren teilweise Dreck- und Schmierbuden. Und dann haben die sich, gab so Insolvenzen, gab auch komplett Rückzug. Und ja, die sind jetzt im großen Stil wieder da. In Deutschland gibt es jetzt schon 13 Filialen, so hauptsächlich. Gibt es denn da auch was Veganes? Weil du, vielleicht musste, dieses tote Schokoladenhuhn oder so, man weiß es ja nicht. Ich frage ja nur, bei der heutigen Zeit ist das ja quasi, da bist du ja ein Exot, wenn du Fleisch anbietest. Da wir ja wissen, dass es jegliche Form von Nuggets auch mit irgendeinem Erbsenprotein gibt und 25 anderen Zutaten, die alle auf irgendeiner Liste stehen, warum nicht? Ich gehe mal davon aus. Was mir da gerade bei einfällt, neulich war ich in einem Café, ich weiß nicht, ob ich die Story schon erzählt habe, egal. Fang an, sonst unterbreche ich. War ich in einem Café, wo nicht die Hafermilch teurer war, sondern die Vollmilch. Doch, hattest du gesagt. Ach, habe ich erzählt, ja? Ja. Fiel mir doch gerade wieder ein beim Wienerwald, könnt ihr mich jetzt hier auch, aber deswegen habe ich mir nur die Frage gestellt, ob die überhaupt noch zeitgemäß unterwegs sind, wenn die jetzt hier so Fleischgerichte anbieten, das ist doch. Ach, guck mal, doch, sie haben hier Spinatknödel mit Blattspinat und Parmesan. Ach, hast schon die Speisekarte aufgerufen. Der Parmesan ist auch nicht vegan. Parmesan ist nicht vegan. Das wird schon schwierig. Hühnereintopf, Caesar Salad, Oberleckerburger, wird schwierig. Kaiserschmarrn, ist der vegan? Vielleicht Hafer aus Hafer oder aus Mandelmilch gemacht sind. Und woraus sind die Eier? Die kommen vom Schokoladenhuhn. Kaiserschmarrn? Vom Schokoladenhuhn, ja. Ah, herrlich. Was für ein schöner Aufhänger. Aber ja, nee, also ich würde sagen, für vegane Leute wird das schwierig. Häufig gestellte Fragen, vielleicht gibt es da. Wobei, vegan ist das eine, aber ich finde, Restaurants sollten immer zumindest vegetarisch anbieten. Und ich finde auch mehrfach vegetarisch. Ich finde immer schwierig, wenn Restaurants irgendwie sagen, der Trend geht komplett an uns vorüber. Weil das ist definitiv nicht mehr zeitgemäß. Und wenn es dann immer so ein Gericht gibt, finde ich mal ganz fragwürdig, so frei dem Motto, wo ist der Zeitgeist? Es gibt auch so Restaurants, die sind richtig frech, die haben immer normale Gerichte mit Fleisch oder Fisch und die vegetarischen sind einfach nur, da wird die Hauptspeise bei weggelassen und ist nur die Beilage. Um deine Frage oder meine Frage für mich beantworten zu können, bei den häufig gestellten Fragen, Frage Nummer 1, wirklich ungelogen ist es Frage Nummer 1, gibt es im Wienerwald fleischlose Speisen? Siehst du? Ja, gibt es. Ja. Aber nicht vegan. Vegetarier und Veganer freuen sich bei uns einmal auf ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränke. Ich habe mir sagen lassen, dass Mineralwasser vegan ist. Ach, ja? Steht auf einigen Mineralwasserflaschen tatsächlich drauf. Dass das vegan ist? Das hat doch jetzt im neuesten Programm hier Die Fritz-Cola, da steht es auch drauf, vegan. Sonst haben wir keine Sorgen, oder? Das hat doch irgendein Komiker beim Mineralwasser gesagt, wo vegan draufsteht, wo er sagte, was war da vorher drin? Hack! Ja, wer weiß, vielleicht kommt das Wasser von der Kuh oder so. Oder vom Huhn. Man weiß es nicht. Vom toten Schokoladenhuhn. Oder vielleicht vom Wasserhahn. Oh, bitte! Man weiß es nicht. Liebe Hörer von Unternehmen, wer was? Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich für Markus entschuldigen.
ich glaube, eine seiner letzten 10 Fritz-Cola waren nicht gut. Es ist der wenige Schlaf. Ich glaube, daran liegt es. Mich jetzt auch ein bisschen unangenehm. Ich brauche ein Taschentuch. Willst du eine Pause machen? Nee, alles gut. Wir lassen unsere Hörer jetzt komplett dabei. Es ist, das ziehen wir jetzt durch bis zum bitteren Ende. Naja, ich wollte einen Vorschlag machen. Ja. Sag mal, hast du irgendwann mal so eine sportliche Modemarke gesehen? Da kam ich erstmal gar nicht mehr klar. Ich weiß gar nicht, ob das so ausgesprochen wird. Satire-Gym. Hä? Satire-Gym. Vielleicht Satire oder so. Ich dachte erst, das ist so ein Gag, so frei nach dem Motto, ich mach Sport. Ha, 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 Satire-Gym. Nee, bis ich festgestellt habe, das ist eine normale Marke, eine Sportmarke, die heißt Satire-Gym. Und haben Blackwick. Ich habe gleich mal reingeguckt. Nee, kenne ich nicht. Ja. Sehe ich das erste Mal heute. Habe ich vor einiger Zeit in Hamburg, da lief jemand da an der Alster längs mit Satire-Gym und ich kannte, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, ob das jetzt eine deutsche oder eine, warum Satire? Vielleicht hat das in irgendeiner Sprache irgendwas anderes zu bedeuten oder der heißt so, Herr Satire oder so. Es ist ein deutsches Unternehmen aus Leipzig, nur mal so ganz nebenbei, die okay. Marke hier vertreiben. Ja. Du musst doch zugeben, es kommt erstmal komisch, oder? Ich finde es irgendwie... Weiß heute keiner mehr, was Satire ist? Na, das denke ich ja wohl schon. Ich frage mich halt... Spätestens, wenn man die Marke aufmacht, macht man sich doch vorher Gedanken, was das bedeuten könnte. Ja, ich überlege... Also ich gucke mir gerade die Fotos an auf dieser Seite mit diesen dort abgebildeten Models. Sind die vielleicht alle eher übergewichtig und das ist die Satire dabei? Nee, die sehen eher alle so aus, das weiß ich auch nicht. Nee. Diese nicht, nee. Wobei ich fairerweise dazu sagen muss, der, den ich gesehen habe an der Alster, bei dem hätte es durchaus Satire sein können. Bist du da auch lang gejoggt? Ich bin da nicht gejoggt, er ist auch nicht gejoggt, er hatte es nur an und wie gesagt, so. Er sah auch so aus, da hätte es durchaus Satire sein können. Okay, nee, wie gesagt, ich kenne die Marke nicht. Ich habe auch gerade mal geguckt, ob es da irgendeine Begründung zu gibt, aber nee, gibt's nicht. Da habe ich nur gesehen, dass die Black Week haben. Also deswegen, nee. Und wie bei uns gibt es da auch nicht. Auf jeden Fall schwierige Kleidung, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, wer das anziehen soll. Aber gut. Nee. Ich hätte sonst noch was für Black Friday. Es gibt etwas, was eigentlich, da bin ich eigentlich nur Zielgruppe, ich habe es aber tatsächlich noch nicht. Ich bin erstmal drüber gefallen, dass McDonald's in Österreich gerade sehr großen Erfolg hat mit den McDonald's Duftkerzen. Hä, wonach riechen die, nach Pommes und Burger oder haben die einen tatsächlichen richtigen Geruch? Also es gibt Kerzen zu kaufen, die nach Pommes riechen, nach Apfeltasche oder McFlurry. Hey, jetzt ernsthaft? Ohne Scheiß. Die sind reißend weggegangen, komplett reißend weggegangen. Streng limitierte Duftkerzen auf den Markt. Ich hielt es auch erst für... Tatsächlich. Mumpitz. Ich jetzt, hallo, wie lange machen wir unser Podcast? Ich erzähle dir keinen Scheiß. Also. Nein, ich habe das nur mal mir angucken wollen. Ich wusste nicht, dass die Pommes, Kerzen haben mit Pommes. Aber wer will denn nach Pommes riechen? Ich will die doch dann essen. Und vor allem, ich will doch nicht so nach so einer Pommesbude riechen, dann die ganze Zeit in der Bude. Nee. Ich denke mir das auch als schwierig. Also gut, du weißt ja, und jeder unserer Hörer weiß inzwischen, dass ich ein bisschen Pommes bekloppt bin. Auf der anderen Seite gibt es auch, das habe ich bei Watson.de gesehen, dass McDonald's auch ein Parfum mit Pommesgeruch angekündigt hat. Aber das wäre doch voll dein Ding, oder? Oder? Den ganzen Tag wie so eine Fritteuse durch die Gegend zu laufen, also so mit frischem Geruch vom Pommes. Anders. Wenn du das nicht irgendwie dir selber an den Körper ransprühst, sondern du machst das ganz geschickt. Du hast irgendwo... keine Ahnung, baust irgendeinen Stand vorne auf in einem Unternehmen oder vor einem Unternehmen, was weiß ich, Gewerbegebiet. Hast irgendwie so einen kleinen Pommeswagen, stellst du hin und um die Kundschaft zu dir zu bekommen, gehst du einmal kurz vorne unten in die Lobby rein von diesem Laden, gehst heimlich so ein paar Ecken, so pft, 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 so und dann jeder, der da durchgeht,
Pommes. Scheiße, Pommes. Wie geil wäre das? Und dann hast du draußen den Pommeswagen. Das heißt, du machst diese klassische Beduftung, wie wir sie in Möbelgeschäften ja schon seit 1190 Jahren hatten. Diesen frischen Ledergeruch, diesen frischen Kaffeegeruch in den Küchenabteilungen und so. So, da baust du die Lust auf. Und die Leute gehen einfach durch ihre Büros durch und denken, scheiße, ich brauch Pommes. Und unten bist du der Monopolist für Pommes. Und dann noch mit dem Kundenstopper, damit auch jeder sieht, in welche Richtung du gehen musst, wo die Pommes sind. Nenn mich Marketinggott. Und hast du schon einen Pommeswagen dir gekauft und hast du schon vom Sirius Park dich quasi postiert? Ich habe ja immer noch mein Fastfood-Konzept, was ich, spätestens wenn ich in Rente bin, ja dann noch als großes Franchise-System. Das hat mit Pommes nicht so, also offiziell, ich werde nie in Rente gehen, aber ich habe ja noch Pläne. Das hat mit Pommes nichts zu tun, weil die kann ich sowieso besser als jeder andere. Das bleibt bei mir. Das erzähle ich dir dann irgendwann auch, wenn ich das sogar schon mal erzählt habe. Aber das bleibt noch geheim, bis das dann ein großes Franchise-System wird. Aber das braucht noch ein bisschen. Die Rezepte sind fertig, die Technik ist fertig, die Testläufe sind fertig. Also ich brauche es eigentlich nur an den Start bringen. Aber ich weiß nicht, ob der Markt schon so weit ist, aber es wird geil. Es wird einfach geil. In der Tat. Ich glaube, da werden ein paar Menschen sagen, warum gab es das nicht schon 30 Jahre früher? Aber mehr kann ich nicht sagen. Liebe Hörer, tut mir leid, aber das Thema kam gerade auf. Ja, ich habe ein Fastfood-Konzept, aber das kommt Idee. Später. Dann könntest du gleich schon mal den Duft dir einkaufen und oder eine Apfeltasche. Nee, ich muss das, das ist ein anderer Duft, aber da muss ich mal überlegen, aber den kriege ich auch extrahiert. Ich habe von Köchen habe ich ja erstmal die Rezepte entwickeln lassen, die sind ja fertig, aber ich muss mal sehen, wie ich den Geruch noch extrahieren kann. Also das geht bestimmt, das kriege ich irgendwie hin. Wir werden das dann ja irgendwann. Unsere Hörer tun mir gerade völlig leid, lass uns das Thema wechseln, weil das ist ganz doof, wenn wir über was reden, was, Was keiner bekommt, meinst du? Oder keiner jetzt mitreden kann? Ja gut, dann ist das, da würde ich hier mein Thema noch passen, der Bullshit-Button. Kennst du den schon? Den hätte ich gern, aber was ist denn das? Das ist so ähnlich, ich glaube, das ist so ähnlich wie dieses komische Ding, was wir mal hatten mit diesem, wo man so draufhaut, wenn, ich glaube, gute Erfolge waren. Hier mit Eskalationsstufe, hier diese Erfolgssäulen, diese, genau, und so wie die Erfolgssäule gibt es das jetzt auch, das Ganze für den Bullshit, der Bullshit-Button. Für Großraumbüros oder wofür? Für Großraumbüros, wo du einfach raufhauen kannst, wenn du, wenn etwas totaler Bullshit ist und total out of the box irgendwie. Ich liebe sie jetzt schon. Es haben sich damit extra Psychologen beschäftigt und haben sozusagen analysiert, ob dieser Bullshit-Button, welchen psychologischen Effekt der auf die Kolleginnen und Kollegen. Bullshit-Button. Vielleicht sollte man den wirklich einführen, dann muss der mal so richtig laut losschreien. Für Videokonferenzen fände ich es auch extrem geil. Ja, wenn wir dann auch an Videokonferenzen teilnehmen, haben wir letztes Mal ja schon gesagt, wenn wir nicht irgendwann als Avatar reden lassen. Aber wenn sich wieder jemand in der 1190. Anfangsrede inklusive seiner PowerPoint da wieder ergießt, einfach so ein fetter Button, so Bullshit! Ja, das würde ich richtig gut finden. Ja, also Bullshit-Bingo kennen wir ja alle, aber. Das ist wirklich der Bullshit-Button. Gibt es da auch Preise, oder? Nee, der kann sowohl, man hat herausgefunden, der Bullshit-Button kann sowohl inspirieren, ja, als, bestimmt. Als auch zur Frust führen. Nicht, dass irgendein Mitarbeiter dann vor lauter Frust aus dem Fenster springt, irgendwie so als Mobbing-Instrument. Wäre auch eine Möglichkeit. Also, aber wie gesagt, das haben jetzt Forscher tatsächlich herausgefunden, sie haben sich damit beschäftigt. Und haben direkt diesen Bullshit-Button in die Chefetagen gebracht, um mit Führungskräften das Ganze längerfristig in eine Studie zusammenzufassen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Dadurch wird zum Beispiel, haben sie auch hier geschrieben, auch das Selbstvertrauen, gerade in den Führungsetagen, die ja von sich total überzeugt sind, dass sie ja die Besten, also meistens zumindest oftmals, die Besten sind und sowieso mehr als die sowieso niemand kann, den Bullshit-Button sie auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Also doch, schließ die Fenster. Ja, ich finde das, also das wäre mal für Unternehmen, ist das mal eine richtig,
Wenn du mal wieder irgendwo zur Beratung sein sollst im Unternehmen und du dir die Frage stellst, warum läuft es so, genau, bring einen Bullshit-Button mit. Weiß unser Vorstandsvorsitzender, ob er fliegen kann? Ja, weiß ich nicht. Also er weiß jetzt, dass er es nicht kann. Ja. Okay. Ich wollte es auch nochmal in den Raum bringen. Das war so der Sprung von den Duftkerzen von McDonald's hin zum Bullshit. Hier Bullshit-Button. Zum Bullshit-Button. Ja, kann ich wieder was von meiner Liste hier streichen. Ein Evergreen. Oh, herrlich. Ja, manchmal so Themen, da weiß man nicht, wann man die mal loswerden will. Aber das kann man jetzt tatsächlich richtig gut einbringen. Wie streichst du das? Ich mache mal ein X dann vor die Zeile. Ach so, ich lösche es einfach weg. Ach so. Denn das ist von der Liste quasi verschwunden. Ich komme gar nicht auf die Idee, es immer wieder vorzutragen. Ich glaube, wir haben unsere Hörer jetzt genug gequält. Unsere Hörer oder uns selbst? Also ich hatte Spaß. Ja, ne, dann. Orido. In diesem Sinne, bis denn. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Mein und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Es gibt keine Ausrede. Wir sind fast überall. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Außerdem bei podcasts.de, Overcast FM, radio.de, RTL Plus und für die, die schon immer anders waren, sogar bei dieser.